Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Ad Infinitum. Wir starten mal direkt rein in unser Playthrough. Okay, jetzt wachen wir sogar schon in der Zeit hier auf. Ja, wir haben ja letzte Mal den Streitwagen besiegt, diesen monströsen. Und sind dann wieder zurück zum Bunker. Weil unser guter Freund, der hier ist, der rote Baron, hat uns hier abgeschossen. Was haben wir denn hier so? Vater hier liegt ein Brief. Hat ihn hierher versetzen lassen. Aber ich erkenne diesen Leutnant doch selbst kaum wieder. Er hat seit Jahren kein Wort mit mir geredet. Auch nicht in den Wochen, seit er hier ist. Erst, weil ich das schwarze Schaf der Familie war. Und dann, weil ich vor ihm in den Krieg ziehen durfte. Und nun schaut er auf mich und die Welt herab. Oh Mann. Ich weiß echt nicht, ich blick da irgendwie nicht ganz durch dieses Family-Drama durch. Ich weiß jetzt nicht, wer... Also irgendwie verwirrt mich das ein bisschen, wer denn der gute Sohn ist, wer der schlechte Sohn ist. Wir haben dieses Holzding hier noch nicht eingerissen, aber können wir mal machen. Ich meine, wir müssen hier eh lang. Also nicht hier lang, aber... Ich darf nur mal sicher gehen. Ich hoffe, das verstehst du. Ja, alles gut. Ich schieße nicht schlecht für einen Blinden, was? Das haben wir alles schon gehört, aber... Meine Augen schmerzen noch. Aber ich sehe jetzt schon viel klarer. Kriege ich noch Sachen von dir oder habe ich die schon? Das ist halt die Frage, deswegen höre ich mir das gerade nochmal an. Klarer. Ich weiß, dass du auch die Missgeburt, die mir das angetan hat, vernichtet hast. Ich hätte nicht an dir zweifeln dürfen, Kamerad. Auch wenn du mir keine Medizin gebracht hast. Zweifeln ist ja eine Sache, aber du hast auf mich geschossen. Ich weiß mir selbst zu helfen. Wie eine Seuche macht sich der Feind im Landesinneren. Sogar in unsere eigenen Reihen ist er vorgedrungen. Bis in die Heimat. Ich muss die Stellung hier halten. Ja, dann halte du dir mal schön. Es liegt also an dir. Wenn du dem Eisenbahntunnel im Osten folgst, gelangst du zu einer Munitionsfabrik. Sie haben unseren Nachschub an Kriegsmaterial gekappt. Etwas hat die Produktion unterbrochen. Es gibt Gerüchte über einen Saboteur. Einen Feind in unseren eigenen Reihen. Nimm das. Zieh die ganzen Granatsplitter weg. Es wird bald dunkler werden. Wenn du die Maschinen wieder zum Laufen bringst, werden wir genug Sprengkraft haben, um den Krieg für uns zu entscheiden. Okay, ich glaube, wir haben das Item schon, aber er redet einfach vor sich hin. Ganz so, wie du es eben gemacht hast. Ich zähle auf dich. Du bist unsere einzige Hoffnung, hier herauszukommen. Wir sitzen hier schon viel zu lange fest. Okay. Dann gehen wir mal Richtung Osten. Schlafplätze. Ich meine, hier drin waren wir schon. Aber ist hier noch irgendwas? Hier ist noch eine Erkennungsmarke. Abhauen. Max, ich mach's. Ich hau ab. Okay, goodbye. Hoffentlich wärst du nicht erwischt, ansonsten wirst du hingerichtet. Mit Deserteuren geht man nicht so freundlich um im Krieg. Da geht's Richtung Norden, aber ist hier sonst nichts. Die eine Erkennungsmarke. Na gut. Dann Richtung Osten. Haben wir noch die Gasmaske? Betreten verboten. Ja, ist nicht, dass wir das betreten könnten, aber... Vorratslager. Auch abgesperrt. Osten. Naja gut, dann schauen wir mal, was für Grauen und Schrecken uns hier erwarten. Im Osten. Taschenlampe? Ja. Och nee. Die dürfen wir ja nicht zu lange aufladen. Da stand ja sonst irgendwas von wegen
Können wir hier auch durch? Okay, hier ist aber nichts. Da stand hier irgendwas von wegen, sonst wird die überladen und geht für einen Moment kaputt. Und ich wette, die kommt irgendwie in Gebrauch bezüglich irgendeines Monsters. Horst Weber, Recklinghausen, 2.4.88. Es ist Herbst. 3 Jahre dauert der Krieg nun schon. Im Heimaturlaub war ich kurz auf dem Dachboden, aber die Erinnerung an Christian schmerzt zu sehr. Auch meine Tauben waren fort. Mutter sagt, sie seien fortgeflogen. Aber ich glaube, sie hat gelogen. Vielleicht, weil Vater dabei war. Wahrscheinlich hat er sie damals im Käfig verhungern lassen. Er hat sich ein Labor im Keller eingerichtet. Was er dort tut, schien Mutter nicht zu wissen. Sie reden kaum ein Wort. Ja, aber wie wir wissen, hat der Vater ja die Tauben umgebracht, weil er sie für seine Experimente verwendet hat, für verschiedene Dinge. Ja. Hätte man ja nicht unbedingt die Tauben des Sohnes nehmen müssen, ne? Naja. Die Familie hatte ja kein Geld mehr. Können wir hier durch? Können wir hier lang? Au, 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 meine Güte. In den Stacheldraht. Renn doch nicht da rein. Und wäre das nicht in die Duft gesprengt, das Munitionslager? Ja, wobei ist es wahrscheinlich ein anderes Munitionslager. Jetzt erstmal eine Zigarette anzünden. Hallo, jemand hier? Okay, soll das irgendwie abschreckend sein? Gibt ja Vogelscheuchen. Ist das eine Menschenscheuche oder sowas? Oder ist das nur sinnbildhaft für irgendetwas anderes? Oder greift mich das Ding gleich an? Lager, ja. Bahnhofsstraße. Schreibstube. Hier können die Soldaten Briefe in die Heimat schreiben. Interesting. Postkarte von Kaspar. Liebe Eltern, die Ursel hat sich entlobt. Wundert euch nicht, wenn sie nun nichts von sich hören lässt. Wenn erstmal der Krieg vorüber ist, kommt die Zeit für Neuanfänge. Dann wird die Ursel vielleicht auch wieder Hoffnung schöpfen und an uns denken. Ich halte mich tapfer und denke jeden Tag an euch, wenn ich meinen Dienst für das Vaterland tue. Euer Kaspar. Sich entloben ist auch ein bisschen Schwachsinn, ne? Also ist ja nicht so, dass während der Kriegszeiten andere Männer da wären, an die man sich dann halten könnte. Deswegen, naja. Und unabhängig davon, ob man sich jetzt entlobt oder nicht, man hängt ja trotzdem an den Menschen. Müsste man zumindest meinen. Also wenn die Verlobung das Einzige ist, was sich an einen Menschen bindet, dann sollte man sich eventuell fragen, ob man mit diesem Menschen überhaupt zusammen sein möchte. Aber naja. Das waren damals ja auch andere Zeiten. Feldpostregeln. Soldat, achte die Vorschriften. In der Feldpost untersagt sind unübliche Schriften und jedwede Kodierung. Nicht lesbare Schriften. Nennung deines Aufenthaltsortes. Nennung von oder Anspielung auf Taktiken oder Pläne deiner Kompanie. Stichprobenartige Prüfung wird durchgeführt. Verstöße werden strengstens bestraft. Ja, ist aber auch irgendwie selbstverständlich, aus welchen Gründen das so ist. Aber manchen Leuten muss man es halt trotzdem nochmal sagen. Mit Androhung auf Strafen. Zensierte Postkarte. Zensiert. Punkt, Punkt, Punkt. Ich habe gehört, soll es wohl nach Süden weitergehen für uns und unsere benachbarten Kompanien. Vielleicht hilft der Ortswechsel, ja? Ich werde die Läuse gar nicht mehr los. Ich hoffe, ihr leidet nicht zu sehr Hunger. Ich vermisse euch sehr. Euer Martin Pakora. Da war zum Beispiel so etwas, was zensiert werden musste. Weil wenn das dem Feind in die Hände fällt, ist das ein Riesenproblem. Hallo? Ich weiß nicht, wofür wir die Taschenlampe dabei haben. Hier ist auch alles hell erleuchtet. Werkzeug und niemand hier, um sie zu benutzen.
Feiglinge allesamt. Viel fehlt nicht mehr, damit der Koloss für dich in die Schlacht rollen kann. Aber du bist kein Mechaniker. Der Koloss? Sollen wir mit dem Panzer losziehen oder was? Dann lass doch lieber den hier nehmen. Der ist wenigstens geschützt. Wenn der denn irgendwie fahrtauglich ist. Kommen wir da irgendwie rein? Hier, kannst du doch einfach reinklettern und dann fahren wir los. Ja, hier meine Erkennungsmarke. Karl Jansen, Kiel, 13.03.84. Betreten der Gleise verboten. Kein Zug, gefreite Anu. Zum wiederholten Male teile ich Ihnen mit, dass Sie keinen Zug gehört haben können. Bitte unterlassen Sie die weitere Meldung Ihrer Hirngespinste, Unteroffizier Hübler. Warum habe ich das Gefühl, wir werden gleich einen Zug sehen und oder hören? Richtig wohl ist dir bei dem Anblick nicht. Hoffentlich kommt kein Zug, wenn du über die Brücke läufst. Naja, ich meine, man kann sich ja hier so verstecken. Das ist zwar sehr unangenehm und auch ein bisschen beängstigend, aber der Zug wird ja nicht die Stahlträger abfahren. Also solange man, sag ich mal, an der Grenze hier steht, so ganz hier dran, wird hoffentlich nichts passieren. Und ich sag mal so, den wird man ja auch rechtzeitig hören. Warum fängst du jetzt an zu husten? Du hast eine Gasmaske auf. Verderbnis. Immer schön am Rand laufen, nicht in der Mitte, falls wirklich einer schnell auf einen zukommt. Außerdem sind die Züge damals auch nicht ganz so schnell gefahren wie die heutigen. Ich meine immer noch schnell, aber nicht so schnell, als dass man es nicht... Also wenn da einer kommen würde, würde man es auch sehen. Aber wie gesagt, in erster Linie wird man es wahrscheinlich auch hören und an der Vibration spüren. Von daher sollte hoffentlich nichts passieren. Ein Licht. Ich meine, von der Richtung kann schon mal kein Zug mehr kommen. Von der anderen weiß ich nicht, aber... Der wird dann mitten in eine Steinwand reinfahren. Wird ja auch sehr geblendet. Wo sind wir denn jetzt? Telefon! Bist du das, Holtz? Ja. Wo bin ich denn hier? Okay, ich bin in einer Fabrik. So wie Saboteure halt immer sind, ne? Er ist was? Hallo? Okay. Also hier treibt sich ein Monster rum, das sich der Saboteur nennt. Oder dass wir den Saboteur nennen. Er atmet Gas? Was soll das denn bedeuten? 13. Oktober 1917. Ich habe angeordnet, dass unsere Fabriken die Kampfmittel- und Waffenproduktion umgehend einstellen. Grubert weigert sich. Er nennt es Verrat. Ich glaube, den Brief haben wir auch schon zu Hause gefunden, aber ja. Ich sag ja, das wird wahrscheinlich... Jesus! Ich sag ja, das wird wahrscheinlich nach dem Tod seines Sohnes oder seiner Söhne passiert sein.
Und dann hat er sich gedacht, ja, Krieg ist wohl doch nicht so eine tolle Sache. Er atmet Gas, ja. Lesen kann ich. Ja. Ich weiß nicht, wo ich hin will. Ich weiß nicht, was ich hier machen muss. Ich weiß nur... Kesseldruck. Folge den orangefarbenen Rohren, um den Dampf aus den Ofenkesseln dorthin zu leiten, wo der Druck benötigt wird. Die Richtung des Dampfes kann durch Drehen der Verbindungsventile geändert werden. Okay. Wir brauchen hier Druck, oder? Sabotage. Wir haben versucht, die Maschinen in Gang zu halten, aber sie sind immer wieder ausgefallen. Wir dachten, der Feind hätte uns sabotiert, doch konnten niemanden finden. Es ist, als ob sich die Maschinen selbst weigern, weiter zu produzieren. Die anderen sind verschwunden. Ich muss die Fabrik mit den Öfen wieder zum Laufen bringen. Gezeichnet grob. Was? 300? A1 auf A2? Und dann ertönt ein Rohr. Kann ich das nur in die eine Richtung drehen? Kann es auf jeden Fall nicht weiter drehen. Was passiert, wenn ich es in die andere Richtung drehe? Schwer zu drehen. Danke dafür. Hui. Nächster. Das ist was? Achtung, Hochspannung, Lebensgefahr. Berühren. 550, dann von B2 zu B1. Das hier ist A1, B1. B3. Wo ist denn B2 und B1? Hier irgendwo? B1. Hier in der Ecke, okay. Also von B2, das muss ja dann nach rechts gelenkt werden. Und das... irgendwie nach oben, aber den müssen wir erstmal auf 550 packen. Ungefähr so. Und dann muss das... Meine Güte, lass dich doch drehen. Darüber gedreht werden. Und das so? Oder so? Okay. Eieiei, was haben wir denn hier? Gas gegen die Franzosen. Wie befohlen hat der große Leutnant des mächtigen deutschen Kaisers die neue Giftgasmischung gegen die Franzosen eingesetzt. Er glaubt wirklich, dass es uns zum Sieg verhilft, wenn wir einige der armen Schweine in ihren Gräben krepieren lassen. Wie er sich gefreut hat, das hatten wir doch auch schon. Sieht er nicht, wie wir die ganze Welt gegen uns haben? Will er uns alle vernichten, statt sich geschlagen zu geben? Hat der hier eine Erkennungsmarke? Scheint nicht, zumindest keine, die ich einsammeln kann. Aber 450 G1 zu G2 zu G3 zu Y. 450.
Warum wurde da jetzt so rangezoomt? G1 zu G2. Und dann zu G3. Zu Y. Aber wir sind noch nicht bei G3. Muss ich da irgendwie hin? Ja. G3 ist dann das hier, okay. Meine Güte, ey. Aua. Geh aus. Lass mich durch. So, und jetzt zu Y. Von G3, also nach hier rüber. Und jetzt haben wir Strom auf der Tür. Oh, Tatsache. Geh auf. So eine alte Fabrik ist echt nichts Schönes. Vor allen Dingen nicht in einem Horrorspiel, wo man ja schon... Eine wirklich schöne Lampe. Findet ihr nicht auch? Warum sag ich überhaupt was? Ganz ehrlich. Ich will nicht mehr hier sein. Ich versteck mich jetzt hier in der Ecke. Ich weiß nicht, wo muss ich hin? Kann ich hier nicht her? Gut, dann wahrscheinlich durchs Gas. War das denn der Saboteur oder... Das ist kein Ventil, okay. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin will. Das ist ein Labyrinth hier. Es scheint ja irgendwie richtig zu sein. Ich würde aber vorher eigentlich gerne noch gucken, wo die anderen Wege einen hinführen. Ach, never mind. Erstmal müssen wir den Kessel irgendwie erhitzen. Und dann müssen wir wahrscheinlich sowieso viele Sachen machen. 600 Grad. Weiter, weiter, weiter. Weiter. 600. So, und dann H1 zu H2 zu X. Ist hier direkt H1? Aber H2 zu X. H1 zu H2. Und dann zu X. Und dafür muss ich wahrscheinlich zurück. Könnte ich mir vorstellen. Warte mal, wo geht denn H2 lang? Okay, H2 geht hier durch. Ich möchte trotzdem einmal kurz zurück. Einfach nur, dass ich keine Collectibles übersehe. Verzeihung. Weil hier gab es ja noch andere Gänge. Also hier nicht, aber, oder konnte man hier nicht durch? Ja, doch, hier kann man auch durch, aber hier ist anscheinend nichts. Okay, dann never mind. Und hier, nee, hier kann man nicht durch. Gut, dann never mind, dann habe ich auf jeden Fall nichts übersehen, dann bin ich beruhigt.
Dann müssen wir jetzt wahrscheinlich hier durch. Okay, das ist Gas. H2. Den brauchen wir. H2 zu X. Ich habe die böse Befürchtung, dass irgendetwas auf mich warten wird jetzt. Hallo? Ich will nichts Böses. Ich will nur Strom wiederherstellen. Eigentlich will ich auch nicht hier sein. Wir wollen alle, dass das hier schnell endet. Wir wollen alle nur nach Hause, ja? Nehmt dem Kaiser die Krone und er wird ein Einsehen haben. Ja, das weiß ich nicht. Wenn man ihn an die Front schickt vielleicht, aber... Also ja, im Endeffekt heißt es, nehmt ihm die Macht. Warum können wir hier runter? Ist das nicht da, wo wir hergekommen sind? Was passiert hier? Die Tür da unten ist wahrscheinlich abgeschlossen, würde ich mal behaupten. Vielleicht auch nicht. Die Puppe freut sich über deinen Besuch. Hi. Ja. Willst du mitkommen? Dann bin ich nicht ganz so alleine. Sonst ist hier nichts. Okay. Also von hier sind wir hergekommen, oder nicht? Aua. Ja, sind wir. Okay, dann geht's anscheinend nur durch die Tür weiter. Wenn diese denn offen ist. Ist sie in der Tat. Was haben wir hier? Zeichnung aus Kindertagen. Gas macht krank, sagt Papa. Man muss es immer ganz abdrehen. Ja, das ist in der Tat so. Ich meine, kommt natürlich aufs Gas an, aber... Streik ist Frieden. Du fühlst dich verraten. Warum fühle ich mich verraten? Hello? What the fuck? Das ist der Kopf von dem Streitwagen. Wer hat dem denn aufgesetzt? Letzter Wille und Testament. Ich, Lothar von Schmidt, verfüge hiermit, dass meinen Enkeln jede Möglichkeit geboten wird, zu ehrbaren und standhaften Offizieren heranzuwachsen. Sie werden beide die Kadettenanstalt besuchen. Aus keinem anderen Grund habe ich das Wohnhaus und die geschäftlichen Spielereien meines Sohnes finanziert. Und aus keinem anderen Grund ernenne ich hiermit ihn und nur ihn zu meinem alleinigen Erben. Nur den goldenen Dolch, den ich für meine Errungenschaften in den Kolonien durch den Kaiser erhielt, soll mein Enkelsohn Paul bekommen. Ich dulde weder, dass mein Zimmer im Salon verändert wird, noch dulde ich, dass die Frau meines Sohnes, noch ihre Familie, meine Enkel mit der Unkultur ihrer Sprache oder ihrem katholischen Aberglauben verzieht.
Sie hat einen deutschen Namen zu tragen. Meine Güte. Lothar von Schmidt, Berlin, den 4. Mai 1908. Ich verstehe das nur nicht so ganz. In dem Herrenhaus, wenn wir da sind, kommt mir das so vor, als wir doch den Dolch in der Hand hatten. Hieß es doch, es tut mir leid, Paul. Ja gut, wahrscheinlich hat der sich entschuldigt, dass er den Dolch genommen hat. Also ist Johannes der verächtete Sohn. Und wir sind der, also zumindest von unserer Vaterseite aus. Wie unsere Mutter das sieht, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, ich blick da nicht durch. Also ich glaube, der Vater findet einen Sohn besser als den anderen und die Mutter findet es genau umgekehrt, so wie ich das bisher verstanden habe. Aber das ist trotzdem mies, auf beiden Seiten. Ich glaube, wir sind Paul, aber ich bin mir ehrlich gesagt jetzt auch nicht mehr sicher. Das ist jetzt unsere nächste Aufgabe. Okay. Das lockt bestimmt niemanden an, wenn das so ultra laut ist, oder? In diesem Bereich wird dein Handeln Konsequenzen haben, nicht schon wieder. Die Fabrik reaktivieren. Arbeiter, der Saboteur hat die Fabrik heruntergefahren. Wir müssen versuchen, die Produktion wieder zu starten. Dazu muss der Gasdruck an allen Zuleitungen auf die höchste Stufe gebracht werden. Bei genügend Druck können wir die Energieversorgung der Fabrik durch den Hebel an der mittleren Konsole wiederhergestellt. Bei genügend Druck können wir die Energieversorgung der Fabrik durch den Hebel an der mittleren Konsole wiederherstellen. Sollte die Produktionshalle aber dem Feind in die Hände fallen müssen, müssen wir die Produktion für immer lahmlegen. Dazu müsst ihr den Gaszufluss abstellen, um den Druck dann im Anschluss nach außen abzuleiten. Muss die Ableitungsmechanik manuell aktiviert werden. Meine Güte, ey. Verderbnis. Du ziehst von Osten wie Windhauch in die Gräben. Mit Versprechen von Heimat, Weib und Heldentod. Dann aber willst du fressen. Dann verschlingst du alles Leben. Okay. Sehr poetisch. Ja, komm, dann können wir die Tür auch wieder zumachen. Kommen wir ja eh nicht zurück. Warum? Da sitzt jemand. Hi, ich komme in Frieden. Du siehst sehr schön aus, muss ich ja schon sagen. Die Maschine ruht. Das ist keine Maschine, Junge. Das ist maximal ein Cyborg, aber der hat auch offensichtlich organische Teile. Ist auf jeden Fall ein schöner Thumbnail-Shot. Naja. Gehen wir halt in unser Verderben. Oh, ist das hell. Muss hier so viel Licht sein? Hi. Ich hab gehört, du bist der Saboteur. Muss doch nicht sein, oder? Aua!
Nee! Ich hab dir doch gar nichts getan! Was willst du von mir? Was muss ich hier tun? Gasabzug? Jesus! Gasabzug? Mache ich das überhaupt richtig? Gasabzug? Drehloch! Das Rad! Einfach zum Gasabzug drehen. Jetzt alles. Nee. Das war mein einziger Ausgang. Macht mal hier irgendwas auf. Nicht mehr. Nee. Jesus! Das ist alles aktiviert! Geht's dir gut? Alles in Ordnung? Ich habe den Erfolg bekommen, Grand Clarity to Corruption. Hi. Ich glaube, wir haben was Gutes getan. Bei der Schreckensmutter hätten wir wahrscheinlich auch eher die grünen Dinger aktivieren sollen, aber das war halt merkwürdig, weil es war nicht ganz einsichtig, was da gut und was schlecht ist. Hier war es schon einsichtiger. Wo sind wir? Erstmal zurücklaufen, ob hier irgendwelche Secrets sind. Sieht aber nicht danach aus. Bisschen Maschendrahtzaun. Oder Stacheldraht eher, nicht Maschendraht. Was haben wir hier? Eine Spiegelscherbe. Einen Moment lang konntest du deine Reflexion in der Scherbe erkennen. Nur einen Moment? Kapitel 3. Schmerz. Hätte Schmerz nicht eigentlich Kapitel 1 sein müssen wegen der Schmerzensmutter? Guten Morgen. Aber ja, ich gehe mal stark davon aus, dass wir Paul sind, einfach weil wir ja diesen Dolch hier haben. Der Zinnsoldat hat seine Männer im Griff. Der war letztes Mal nicht da. Den konnte ich zumindest das letzte Mal nicht angucken. Die hier sind neu, ne? Die Schublade war vorher nicht offen.
Abschlusszeugnis. Paul von Schmidt verlässt die preußische Hauptkadettenanstalt im Kriegsjahre 1916 mit Höchstnoten und Empfehlung für die Offizierslaufbahn. Okay. Also er hat zwar später seinen Abschluss gemacht als sein Bruder, ist dementsprechend jünger, aber hatte einen besseren Abschluss, weswegen er zum Offizier werden konnte. Alles klar. Paul, hier in Flandern frisst uns die Front. Was übrig bleibt, holen sich die Läuse und Ratten. Ich bete jeden Tag, dass es ein Ende hat, bevor die nächste Welle deutscher Helden hier im Chaos verbrennt. Bitte antworte mir doch einmal wenigstens. Dein Bruder. Ich frag mich nur echt, warum er seinem Bruder nicht schreibt. Das ist merkwürdig. Weil die haben sich ja als Kinder offensichtlich gut verstanden und sein Bruder scheint ja zumindest einiges an ihm zu liegen, sonst würde er ihm ja nicht schreiben. Und hier haben wir den roten Baron. Kinderkram, du tust das Richtige. Tun wir? Signalpfeife. Den schrillen Ton deiner Signalpfeife kennst du nur zu gut. Hier an dem Bild hat sich immer noch nichts verändert. Was steht da? Zeichnet keine... Zeichnet Kriegs... Anleihe? Warum zeichnet Kriegsanleihe? I don't know. Oh, ein Bild. Autogramm, dem zukünftigen Helden. Es hieß, er könnte mit verbundenen Augen fliegen. Rittmeister Manfred... Freiherr von Richthofen. War das nicht sogar der Rote Baron? Ich meine schon. Also ich meine, das wäre der Rote Baron gewesen. Pistole ist immer noch hier drin. Spielzeuggewehr. Irgendwann liegt da wahrscheinlich ein echtes Gewehr drin. Vielleicht kommt das auch drauf an, welche Entscheidungen man trifft. Ich glaube, der Spiegel... War vorher mehr kaputt. Kann das sein? Ich glaube, der war vorher mehr kaputt. Und es kann sein, dass wenn man die richtigen Entscheidungen trifft, sich der Spiegel wieder zusammensetzt. Das heißt, es gibt Kapitel 1, 2 und 3. Das heißt, wir sind jetzt im letzten Kapitel. Kapitel 1 haben wir halt verkackt. Kapitel 2 haben wir ihn repariert. Ich weiß nur nicht, was es dann bedeutet, wenn wir die falschen Entscheidungen treffen. I don't know. Wir haben unsere Lampe nicht mehr. Das war hier aber vorher nicht. Das wüsste ich. Ist alles abgeschlossen. Strom lässt auch immer weiter nach. Die Tür ist offen. Steht da jemand? Oder etwas? Verzeihung? Das Zimmer deines Bruders ist versperrt. Doch du hast etwas gesehen, aber es kann doch nicht sein, oder? Also kann ja sonst wer drin sein. Dieses Haus ist irgendwie nicht weniger gruselig als die Gräben an der Front. Muss ich leider sagen. Der Fahrstuhl ist da. Okay. Ich kann den Hebel hier aber nicht bedienen. Wir sollten vielleicht erstmal die Tür zumachen. Das funktioniert so nicht. Du musst diesen Hebel umlegen nach oben, wenn du nach oben fahren willst, und dann drücken. Und die Tür muss, glaube ich, auch zu sein. Aber da weiß ich nicht. Hier ist ein Schlüssel. Tja. Das ist jetzt scheiße. Du kannst die Tür aber manuell aufmachen, die ist ja nicht verschlossen mit Strom oder so.
Jesus! Ich wusste nicht, dass wir einen Kellergeschoss haben. Ich wusste nicht, dass wir 5 Kellergeschosse haben. Guten Morgen. Wobei, dass wir einen Kellergeschoss haben, wusste ich eigentlich. Da war ich ja schon. Aber ich wusste nicht, dass der Fahrstuhl dahin fährt. Außerdem ist der wesentlich weiter runtergefahren als ein Kellergeschoss. Das hat nämlich nur einmal Rums gemacht. Der Stuhl ist weg. Hm. Irgendwas hier von Interesse? Streichhölzer. Hallo? Ata? Mutter? Ich hab den Fahrstuhl kaputt gemacht. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Telefon. Erstmal was essen. Ich bin wach. Ich bin noch hier. Ich will nicht wieder an die Front. Jetzt bin ich echt verwirrt. Hallo? Irgendjemand da? Vater? Treibst du wieder Experimente im Labor? Ich möchte ehrlich gesagt nicht hier sein. Irgendwas hiervon offen? Das ist auf jeden Fall abgeschlossen. Hallo? Mit der Tür hier. Mir ist auch zu. Kein Mensch würde etwas so Abartiges malen. Dir wird schlecht. Okay. Was erkennst du da drin? Also im letzten Bild, das wir gesehen haben, haben wir ja die Gräben gesehen. Da kann ich das noch verstehen. Aber was er da jetzt erkennt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Diese Tür zu, meine Güte. Hallo? Die Jungfrau Maria, sie sieht traurig aus, das tut sie immer. Bibelseite. Als der Herr die Frau sah, hatte er Mitleid mit ihr und sagte zu ihr, weine nicht. Und er trat heran und berührte die Bahre. Die Träger blieben stehen und er sagte, Jüngling, ich sage dir, steh auf. Da setzt sich der Tote auf und begann zu sprechen und Jesus gab ihn seiner Mutter zurück. Lukas 7, 13 bis 15. Nadel und Faden und Haut und Haare, kurz wird dir übel. Ich weiß, dass ich dich nicht um beide bitten kann. Ich will, dass Johannes lebt. Bitte nimm den Paul bei dir auf. Er ist ein guter Junge. Ich schneide das Leben den Kuckuck ab und gebe es dem Johannes. Bitte, lieber Gott, hilf mir und bring Johannes zurück. Das ist so mies. Das kannst du nicht tun. Wenn der eine Sohn jetzt nicht gerade die Ausgeburt des Teufels in Person ist, dann weiß ich nicht, wie eine Mutter sowas sagen kann. Ich meine, sie sagt ja Kuckuck. Vielleicht ist sie gar nicht die Mutter.
Vielleicht sind wir nur Halbbrüder, so was, die Vermutung habe ich. Ja, aber das ist trotzdem, kannst du das nicht sagen. Ich habe doch nichts getan. Ein Schlüssel. Jesus. Ganz ruhig, es ist nur eine Puppe. Okay. Quicktime-Event, das gefailt ist automatisch. Schlüssel für die blaue Tür. Du hast den Schlüssel zur blauen Tür. Ich habe keine blaue Tür gesehen, aber okay. Kann ich das irgendwie an die Seite ziehen oder so? Irgendwie? Ich will dahinter. Was haben wir denn hier so alles? Notiz, Studienobjekte. Schädel aus Deutsch-Südwestafrika. Zu weiteren wissenschaftlichen Untersuchungen vorgesehen. Empfehlung, Verwendung als kraniometrische Studienobjekte. Was geht denn hier vorne ab? Beruhig dich doch mal da. Warum rastet das so aus, wenn ich hier irgendwas lese? Notiz des Spediteurs. Bitte rechnen Sie mit der Anlieferung der Koffer und Kisten des Herrn Generals am Freitag, dem 7. Juni zur Mittagsstunde. Unsere Spedition wird die Güter am Tag zuvor zum Weitertransport von Dampfschiff im Hamburger Hafen abholen. Meine Mitarbeiter stehen dann weiter bereit, um alles nicht von ihm im Haus benötigte Gut vorerst in den von Ihnen gewählten Kellerraum zu tragen. Eine Rechnung übersende ich Ihnen nach Abschluss unserer Arbeiten. Ich wünsche Ihrem Herrn Vater, General von Schmidt, baldige Genesung. Herr Bergmann, Spedition Bergmann und Söhne, 1.6.1907. Und jetzt guckt doch mal bitte einer nach, ob der 7. Juni 1906 wirklich ein Freitag war. Zurück nach Hause. Du hast recht, Johannes. Theresa und ich haben beschlossen, dir zu helfen, wenn der Krieg vorüber ist. Dann befreien wir die Schädel aus dem Keller deiner Eltern und schicken die Kiste zurück. Nach dem, was unsere Väter und Vorväter ihnen angetan haben, ist dies das Mindeste, was wir für sie tun können. Auf dass sie in heimatlicher Erde Ruhe finden. Rudi. Okay. Ich weiß nicht, warum wir hier Schädel rumliegen haben. Ein Aufkleber der Schifffahrtsgesellschaft. Die Koffer haben eine lange Reise hinter sich. Ich gehe mal davon aus, das sind irgendwie so Trophäen von irgendwelchen Kriegen zuvor. Was anderes könnte ich mir nicht erklären. Aufkleber. Zur Überstellung an das Pathologische Institut zu Berlin. Meine Güte. Passt du doch da nicht so aus. Kann ich den hier nicht aufmachen? Meine Güte, ey, gib doch mal Ruhe. Können wir die jetzt hier aufmachen? In der Tat. Wir haben einen Schlüssel zur blauen Tür, aber ich habe keine blaue Tür gesehen. Und ich kann mich zumindest nicht dran. Ach so, ja doch, klar. Die Tür zu unserem Bruder-Dings, der Bumster, da ist doch blau. Hallo? Alles verbaut. Mach mal ein bisschen Licht an. Sagt er hier eigentlich irgendwas Neues zu? Nee. Müssen wir da nicht lang? Ich meine, wir müssten da lang, um wieder nach oben zu kommen. Hier ist zu. Nee, in der Tat nicht. Hier ist auch eine Treppe. Eine Wendeltreppe. Artikel die Fabrik. Artikel vom 20. Mai 1906. Abendfabriken Karl von Schmidt und Co. entgehen Konkurs. Das Berliner Unternehmen, das im Bereich der Produktion von chemischen Stoffen zur Anwendung in der Medizin und Industrie tätig ist, wurde durch die Einbringung privater Finanzmittel durch den Firmeneiger
Eigner Karl von Schmidt vor dem Konkurs bewahrt. Investitionen durch Partner waren überraschend ausgeblieben, als die führenden Chemikanten der Karl von Schmidt und Co. durch einen Wuppertaler Konkurrenten abgeworben worden waren. Karl von Schmidt ist der Sohn des berühmten preußischen Generals Lothar von Schmidt. Die Einbringung privater Geldmittel bewahrt zunächst 350 Berliner Angestellte vor der Kündigung. Ob dies aber die Zukunft des Unternehmens sichern kann, bleibt fraglich. Hallo? Ich würde den gerne aufmachen. Warum, was sind das überhaupt für Kisten hier, ey? Kann ich den nicht ziehen? Ich wollte schon sagen. Er blockiert doch hier die Tür. Hallo? Naja, blaue Tür aufschließen. Ei? Jemand da? Melde Frühlingserwachen 22. In der Nacht, in der du die beiden gesehen hast, hat er nicht gelächelt. LL oder HH? Oder was ganz anderes? Ach nee, 22. Warum nehmen wir das mit? Hallo? Das ist die Dose, aber ich möchte mich erstmal hier umgucken. Vater, du verstößt mich nicht wegen der Nacht auf dem Dachboden, sondern weil ich Dissident in dieser Familie bin. Wärst du deinem eigenen Vater einer gewesen, wäre Mutter viel erspart geblieben. Du bist allein einem Toten treu, ja. Ein Toter herrscht in diesem Haus. Sein Geist durchdringt es. Ich packe und ziehe bald aus. Dann bist du mich los. Eher ziehe ich in den Krieg, als in dieses verdammte Haus zurückzukehren. Johannes, Juli 1914. Ja gut, ist ja auch passiert. Und ich glaube nicht, dass der Vater das unbedingt schlecht heißt, dass du in den Krieg ziehst. Meine Güte! Schublade. Die Taube und der Krieg. Lieber Johannes, wenn der Krieg einmal vorbei ist, bekommen wir unsere Ausstellung und sie wird schöner denn je. Ich habe deine Skizzen für unsere Plakataktion zur Unterstützung unserer Soldaten bekommen. Christian wird sie auch lieben. Ich kann nicht abwarten, die Köpfe mit euch und Rudi zusammenzustecken. Es gibt so vieles, das ich euch erzählen will. So viele Eindrücke von dem Weg zur Front. Aber bis dahin Briefe. Pass auf dich auf, Soldat. Sonst komme ich zu dir und flick dich zusammen. Ich werde in den nächsten Tagen schon als Krankenschwester eingesetzt. Deine Theresa. Noch ein Bild. Gemälde. Der Garten. Das Bild erinnert dich an deine Kindertage. Das nehmen wir nicht mit. Interessanterweise. Die Mutters Baum anschauen? Sind verschieden. Und doch gleich. Einem verriet ich im Vertrauen ein Geheimnis, das ich weiß. Der Hüter hat einen Mund, so wie Frühlingserwachen. Flügel wie Auferstehung. Augen wie selbst. Okay. Soll uns das irgendwas sagen? Ist das irgendein Hinweis? Ich meine, hier sind Flügel. Handzettel, die Ausstellung. Die Künstlervereinigung Die Blaue Taube lädt ein. Berliner Leinwände, eine Ausstellung lokaler Künstler in Wort, Bild und Plastik. Im Café im Scheunenviertel, 30. Juli bis 15. September 1914. Ja, das haben wir auch im Krieg gesehen. Also ganz am Anfang. Okay. Ich will hier nicht weg. Niemals. Ich bin hier zu Hause.
Ah, klar, das ist immer noch wegen der Sache auf dem Dachboden. Ja, natürlich. Wohin? Dieses. Okay, calm down. Da dachte wohl jemand, der andere ist eifersüchtig. Obwohl der sich nur Sorgen gemacht hat. Es ist kaputt. Okay. Was ist jetzt unser Plan? Ich meine, wir haben ja jetzt so ein Bild gefunden, aber ich weiß nicht, wo wir damit hin sollen oder was uns das sagt. Irgendjemand hier? Hier ist der Ball. Da liegt eine tote Taube drin. Warum hat sie die denn im Schrank aufbewahrt? What the fuck? Ja gut, irren wir mal weiter durchs Haus. In der Hoffnung, dass wir irgendwie was finden, wo es weitergeht. Abgeschlossen. Abgeschlossen. I don't know. Im Dachboden können wir immer noch nicht hoch. Der Aufzug ist kaputt, jetzt endgültig. Die Tür ist wieder abgeschlossen. Ich weiß nicht, was fangen wir jetzt mit dem Bild an? Ominöse Musik. Ohne Grund. Hier ist abgeschlossen. Haben wir irgendwie einen Hinweis darauf, wo wir jetzt hin müssen? Mission? Finde die Bilder deines Bruders und lüfte ihr Geheimnis. Hier steht auch, wie viele Erkennungsmarken wir haben. 12 von 28 der Deutschen und 8 von 28 der Franzosen. Also entweder es kommt noch sehr viel oder wir haben sehr viele verpasst. Meiner Meinung nach kommt nur noch ein Kapitel. Aber die Sache ist, hier ist doch auch ein Gemälde von unserem Bruder. Und was heißt hier, lüfte ihr Geheimnis? Wir haben ja ein Bild gefunden, aber wo soll das hin? Ein Hase. Gibt es irgendwo einen Platz, wo wir das aufhängen können? Oder sowas? Dokumente. Haben wir nichts. Rucksack. Ein Geheimnis. Und das ist das Gemälde. Frühlingserwachen. In der Nacht, in der du die beiden gesehen hast, hat er nicht gelächelt. Und mein Geheimnis ist, die Mutter Baum anschauen. Die Mutters Baum anschauen, sind verschieden und doch gleich. Einem verriet ich im Vertrauen ein Geheimnis, das ich weiß.
Der Hüter hat einen Mund, so wie Frühlingserwachen. Also so einen Mund. Flügel wie Auferstehung? Das habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Und Augen wie selbst. Wait a minute. Also ein Mund wie das auf dem Ding. Ist das hier auch ein... Also ist das ein Gemälde? Nee, der Garten. Das ist nicht korrekt. Frühlingserwachen, Auferstehung und selbst. Ein Geschenk des großen Generals. Okay. Das einzige Gemälde, was so ein bisschen in dem Stil ist, was wir gesehen haben, ist das, was von dem Vater da gemalt worden ist. Ansonsten kann ich mich an kein Bild erinnern. Und das stand, glaube ich, hier hinten irgendwo in einer Ecke. Ich hoffe, die Tür ist auch abgeschlossen. Komme ich da denn außen rum hin? Oder ist die Tür hier auch abgeschlossen? Oh Jesus. Also wenn ich es recht bedenke, möchte ich vielleicht doch irgendwo anders hingehen. Telefon. Was ist hier passiert? Hier ist schon wieder alle Toten vor. Das hatten wir aber schon mal. Achso, ich wollte genau gucken. Ein herzlichstes Beileid zum Verlust ihrer beiden Söhne. 28. Oktober. Also war die Schließung der Fabrik oder die Einstellung der Fabrik vor dem Verlust. Also zumindest vor dem Brief. Die blaue Taube Berlin. In treuer Pflichterfüllung zum Schutze des Vaterlandes, dem Ruf zu den Fahnen folgend, erlitten nachstehende Mitglieder unseres Vereins als Mitkämpfer für Recht und Freiheit im Herbst 1914 den Heldentod. Theresa Gauweil, Autorin und Krankenschwester. Rudi Meyer, Autor. Christian Mertens, Maler und Verkäufer. Konrad Bonhardt, Dichter und Buchhalter. Tief betrübt beklagen wir den Verlust unserer geliebten Mitglieder. Die blaue Taube wird Ihnen und Ihrem Werk ein ehrendes Andenken bewahren. Mögen Sie fern von der Heimat in fremder Erde sanft ruhen. Gott, ey. Die ersten Opfer des Krieges. Aber warum sie, warum Theresa als Krankenschwester? Naja, gut, ist halt auch passiert, aber Frauen an der Front gab es nicht häufig. Und dass die dann auch noch getötet werden, vor allem wenn es halt Krankenschwestern sind, also Sanitäterinnen, ist halt auch weird. Okay, wenn ich davon weggehe, dann hört's auf. Hallo. Ich suche Gemälde. Hier ist abgeschlossen. Ja, das da vorne ist ja eins. Das vielleicht selbst? Nee, er. Ich weiß aber wirklich nicht, wo ich sonst Gemälde hätte gesehen haben sollen. Hier sind wir wieder im Garten. Telefon! Tue ich das? Oder ist das ein Traum, dass ich von dir träume? Irgendwie werden beide Realitäten immer weirder. Kann ich die Leiter hier hoch? Tatsache. Will ich die Leiter hoch?
Wahrscheinlich, ne? Da waren wir auf jeden Fall noch nicht. Okay. Immer diese Geräusche von der Musik, es ist so weird. Wir betreten einen neuen Ort. Denn. Kommen wir hier denn raus? Den Teil des Hauses habe ich noch nie gesehen. Mitteilung des Lazaretts, unleserlich. Ihnen mitteilen, dass Ihr Sohn Johannes von Schmidt lebt und als Kriegsversehrter aus dem Kriegsdienst entlassen wurde. Sein körperlicher Zustand machte vorerst eine langfristige ärztliche Betreuung in unserem Reserve-Lazarett 3 zu Lübeck notwendig. Zur weiteren Pflege kann Ihr Sohn in 2 Wochen, 2.9.1918, in Ihre Obhut gehen. Rest unleserlich. Sie haben meinen Johannes gefunden. Mein Herz zerspringt vor Glück. In Lübeck ist er schon. Ich habe sofort das große Zimmer unter dem Dach sauber gemacht, damit er es bequem hat. Ich werde Farben und Leinwände für ihn besorgen. Mein Johannes kommt heim. Okay. Wo ist das Problem? Hallo. Sind wir in dem Zimmer? Das ganze Haus steht uns jetzt offen. Aber das hilft mir irgendwie auch nicht viel. Telefon! Wach auf, Soldat! Soldat! Du musst zurück! Du musst es zu Ende bringen! 5. Oktober 1918. Ich gehe nicht auf den Dachboden. Schon das Heulen und Rumpeln ist mir unerträglich. Und der Gestank. Oh Mann. Ich weiß, wir müssen wahrscheinlich da die Treppe hoch, aber ich möchte einmal kurz wissen, ob hier irgendetwas ist, weil wofür ist dieser Gang sonst? Wir hätten die Leiter darüber schieben können, sehr wahrscheinlich. Irgendwie. Oder so. But why? Ansonsten ist hier auch nichts. Hm. Ja gut, dann gehen wir mal die Treppe hoch und zögern das nicht weiter heraus. Wahrscheinlich ist sie eh abgeschlossen, oder? Ja, ich brauche einen Schlüssel. Dann zögern wir es halt doch noch weiter heraus. Die Tür war auch zu, ne? Ich weiß wirklich nicht, wonach ich hier suche. Alles zu. Auch alles zu. Aber hier kann ich irgendwas angucken. Beta. Ja. Das ist Delta. Das ist schön. Ach, warte mal, das geht auf. Nee. Aber zu welchem Zweck geht es auf? Das hier unten geht auch auf. Aber hier ist nichts drin. Überhaupt irgendwo was drin? Scheinbar nicht. Hm. Die Tür ist auch offen, aber dann laufe ich im Kreis. Auch Bilder. Bild des Vaters. Vaters Tür verschlossen. Will er dich nicht sehen? Wahrscheinlich. Würde ich einfach mal behaupten, nach all den Briefen auch, die wir gefunden haben und Co. Aber was sollen wir jetzt hier?
Die Leichen sind weg. Das ist ein gutes Zeichen. Hoffe ich. Das ist alles abgeschlossen. Ein Wolf, der einen toten Fisch anguckt, gefressen hat oder sonst was. Hallo? Ich weiß ehrlich gesagt immer noch nicht, wo ich hin soll. Ich irre einfach nur durchs Haus durch. Was zuckt da unten wieder? Warte mal, wir haben jetzt den Strom angestellt, aber der Aufzug scheint ja trotzdem nicht zu funktionieren. Hello? Kann ich das auch wieder ausstellen? Nein. Was haben wir denn dann da oben blitzen hören? Ach, da ist ein Kurzschluss in der Leitung. Ist hier unten irgendwas neu? Du willst die Malerei zerstören, sie verbrennen, sie erweckt Erinnerungen in dir, die du begraben hast. Okay. Stand der Stuhl da schon vorher? Ob ja, das Telefon. Ich glaube, ich bin hier falsch, aber ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wo ich hin soll. Ich meine, ja klar, ich habe diesen Hinweis mit, ich soll die Bilder finden, aber ich finde hier keine Bilder. Nach oben, nach unten. Es geht nicht, ich kann es nicht bewegen. Obwohl wir Strom haben. I don't know. I really don't know. Ich laufe jetzt die ganze Zeit hier nur durch die Gegend. Und die einzigen Bilder, die ich von meinem Bruder gesehen habe, sind nicht die richtigen. Das hier geht auch nicht auf, oder? Die Puppe sieht dich überrascht an. Ja, wir haben ja auch den Schlüssel geklaut. Ach, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Hier ist irgendwie nichts. Vielleicht doch nochmal in das Zimmer meines Bruders, aber auf der anderen Seite... Auf der anderen Seite haben wir ja auch hier diese neuen Gänge offen, sag ich mal. Aber da war ja auch nichts. Die Leichen in der Haupthalle, ja, aber... I don't know, es ist irgendwie alles weird. Man müsste doch eigentlich meinen, hier wäre noch mehr. Ich meine, vielleicht sind die anderen Sachen auch auf dem Dachboden. Da komme ich ja nicht hin. Und dann ist die Frage, wo soll ich denn dann hin?
weiß es wirklich nicht. Hier ist alles zu. Oder ansonsten ist hier auch nichts. Unsere Taschenlampe haben wir auch nicht mehr. Es ist alles eine Tragödie. Und diese Bilder sind ja offensichtlich nicht von meinem Bruder. Die von meinem Bruder haben offensichtlich einen ganz eigenen Stil. Eine Glasscherbe. Sieht irgendwie aus, als hätte die eine Bedeutung, weil das die einzige Glasscherbe ist, die hier noch rumliegt. Aber ich kann sie nicht aufheben. Keine Ahnung, gehen wir vielleicht nochmal in den Botanischen Garten und schauen, was da so abgeht. Das ist halt das Problem, wenn man zu viel Freiheit hat und man überall hin kann. Dann weiß man überhaupt nicht mehr, wo man hin soll. Die Sache ist, hier war ja auch das Telefon. Also es scheint hier ja zumindest irgendwie auch richtig zu sein. Was ist das denn hier? Oh, einfach nur Licht. Hier können wir auch nicht lang. Wofür ist dann dieser Gang überhaupt? Was ist das denn? Das sieht nach einem Bild aus. Auferstehung. Rote Flügel, komischer Mund. Du hast dieses Bild noch nie gemocht. Auferstehung 4. Und das hier? Melde selbst. Ach, sie sind beide an einem Fleck, ehrlich. Er blickt dich traurig an, als hätte er es geahnt, was kommt. Jetzt habe ich alle Bilder und jetzt? Also ich verstehe ja den Hinweis hier. Der Hüter hat einen Mund so wie Frühlingserwachen. Also einen Mund wie das hier. Flügel wie die. Und Augen wie die. Haben wir das irgendwo gesehen? Oder geht es um den Code? Das wäre ja dann 22... 4, 8. Haben wir irgendwo etwas, wo wir einen Code für brauchen? Ich frage mich auch, was das bringt, wenn wir die Leiter hier rumschieben. Aber die können wir ja eh maximal bis hier hinschieben. 22, 4, 8. Haben wir irgendwas gesehen, wo wir einen Code für brauchen? Ich kann mich ehrlich gesagt an nichts erinnern in diesem Spiel. Aber wenn wir jetzt einfach mal so tun, als hätten wir zu diesem Zeitpunkt hier die Bilder gefunden... Da oben brauche ich offensichtlich einen Schlüssel. Dann würden wir zuerst hier reinkommen. So, darunter können wir, glaube ich, gar nicht, ne? Hier ist auch nichts. Das Spiel geht ja dann davon aus, dass wir auch hier durchgehen und wieder in die Halle, dass wir halt sehen, dass die Leichen weg sind. Hier ist nur ein Fenster. Wo haben wir denn irgendetwas gesehen, was dieser Beschreibung ähnelt? Hier können wir auch nirgendwo mehr dran. Das ist alles abgeschlossen. Benötigt Schlüssel.
Ist auch doof, dass sie uns die Shortcuts so versperrt haben. So, keine Ahnung, das Einzige, was mir jetzt einfällt, ich glaube, hier ist ja nichts mit Sinnsoldat. Er scheint auf dich aufzupassen, wie früher. Er ist aber auch noch hier. Ein ja, Buch. Vielleicht gehe ich mit Christian. In Amerika, da gilt Freiheit etwas, nicht so wie hier. Aber Reisen in die neue Welt. So eine Überfahrt kostet viel Geld. Wie? Du willst mitkommen? Ich glaube nicht, dass das was für dich ist. Du kommst zu sehr nach Papa. Hey, jetzt werd doch nicht gleich sauer. Hey. Ja, hättet ihr ihn mal mitgenommen. Das wäre doch was gewesen. Aber ein Zahlenschloss haben wir hier sonst auch nirgendwo. Und hier in dem Zimmer war auch nichts mit dem Zahlenschloss. Hier war generell sehr wenig. Werkzeuge, der Aufzug, der hat auch kein Zahlenschloss. Und hier unten vielleicht? Hier irgendwie was? Das ist der einzige Raum, wo ich mir noch vorstellen könnte, dass ein Zahlenschloss war. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wo genau. Was zur Hölle ist das denn für eine Creepypuppe? Keine Ahnung. Und von dem Hüter sehe ich ja auch nichts. Irgendein Puzzle, was man zusammensetzen muss oder sonst was. Die Türen hier sind auch abgeschlossen, ne? Ja. Spiel, gib mir Tipps. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe jetzt alle Gemälde. Steht irgendwas bei den Missionen neu? Finde die Bilder deines Bruders und lüfte ihr Geheimnis. Ja. Meine 22. Und ansonsten kann ich hiermit auch nichts machen. Pfeil runter und Pfeil hoch funktioniert übrigens nicht so gut. Lagerraum, Schlüssel zur blauen Tür. I don't know. Ich habe auch kein Gemälde gesehen, was irgendwie so Flügel zu haben scheint oder auf das die Beschreibung halt zupasst. Warum gehen wir hier zurück in die Eingangshalle? Das frage ich mich. So, aus irgendeinem Grund, nachdem wir im Garten waren, kann man ja da hoch mit der Leiter. Und dann wieder hier in die Eingangshalle. Aber warum? Ist ja nicht so, als wäre hier irgendwas. Und wenn das irgendwas mit auf dem Dachboden zu tun hat, ja dann, wie komme ich denn auf den Dachboden? Dafür fehlt mir ein Schlüssel. So, hier waren die Bilder. Ist hier denn sonst irgendwas? Weil hier konnten wir vorher auch nicht hin. Aber hier ist halt sonst auch nichts, außer die beiden Bilder.
Hier ist gar nichts. Nichts. Ich kann die Leiter verschieben, aber zu welchem Zweck? Die geht nur bis hier und wahrscheinlich am anderen Ende geht es auch nur bis da. Ja. Wait a minute, hat der ein Zahlenschloss im Maul? Das ist ein Zahlenschloss. Oh mein Gott, das ist ja ultra sneaky. 2 2 4 8 Öffnen. Bodenschlüssel. Holy shit, ist das sneaky. Ich meine, ich hatte mich schon gewundert, warum wir die Leiter verschieben können, aber... Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass da der, dass da oben das Zahlenschloss ist. Und was ist mit ihm? Weil bei ihm können wir auch irgendwas anklicken. Hi, was hast du denn da? Du kannst nichts Besonderes entdecken, okay. Das ist dann wahrscheinlich der Hinweis darauf. Aber ich gucke mich jetzt auf einer Leiter nicht sonderlich stark um. Es ist wahrscheinlich, wo die Leiter hier stand. Ist das noch der besondere Hinweis, wenn man jetzt hier hochklettert? Guckt man, wenn man zur Seite guckt, sieht man, dass man da was machen kann. Aber warum sollte ich, während ich die Leiter hochklettere, nach links gucken? Also ja, es ist schon sehr sneaky, aber irgendwie auch ganz cool deswegen. Noch eine Leiter ist hier ja nicht, ne? Weil hier sind noch ganz viele andere Münder. Aber ich gehe mal nicht davon aus. Gut, wir haben den Dachbodenschlüssel. Dann geht's jetzt auf nach oben. Du bist nicht mein Sohn. Du bist eine Schande für diese Familie. Ihr Perversen treibt unsere Nation in den Untergang. Vater, nicht. Es ist doch nichts gewesen. Es wird Krieg geben. Und ihr werdet verrecken! Seht euch doch an! Ihr seid keine Männer. Och, dann halt nicht. Hier waren mal Tauben. Das sind sehr große Federn für Tauben. Enzyklopädie-Seite. Kuckucksvögel brüten nicht selbst, sondern legen ihre Eier meist einzeln in die Nester anderer Vögel, aus welchen sie dabei ein Ei entfernen, welches öfter verschlungen wird. Die Erziehung eines Kuckucks hat regelmäßig bei denjenigen Arten, welche ihre Eier in den Nestern kleinerer Vögel legen, immer die Vernichtung der rechtmäßigen Brut zur Folge. Der junge K wächst schnell, bedarf vieler Nahrung, entzieht diese der Regel rechtmäßigen Brut, welche er schließlich aus dem Nest herauswirft, aber trotzdem von den Pflegeeltern mit der größten Aufopferung ernährt. Ja, Kuckucks halt, ne? Ist hier irgendwas auf der Rückseite? Ne. Das wäre das erste Mal, dass ich eine Seite nicht umdrehe und da wäre dann irgendwas. Wie viel Zeit dein Bruder mit seinen Tauben verbracht hatte. Er konnte ihnen stundenlang zuschauen, wie sie über die Dächer flogen. Ja, ist ja auch ganz schön, vor allem wenn es sein Hobby ist. Und wenn es halt seine Tauben sind, die auch zu ihm kommen und, sag ich mal, Zeit mit ihm verbringen. Dann beobachtet man die doch auch gerne. Pieben. Ich weiß nicht, warum wir nicht einfach über die Kisten klettern, aber okay. Da können wir hoch. Was haben wir denn hier so? Da geht's auch weiter. Jetzt bin ich ein wenig verwirrt. Hoch oder hier unten? Wir gucken erstmal, was hier oben ist. Ein Bett, ein Lager und ein Bild. Gemälde. Du hast die beiden erwischt, bevor er es fertigstellen konnte. Sagt ihm doch, dass nichts gewesen ist, Johannes. Er war schwul. Du weißt gar nicht, wer ich bin. Okay. Nein,
Das war nur recht, dass Paul gesagt hat, was ihr hier oben treibt. Wie verruchtes Weibsvolk seht ihr aus. Ihr macht mich krank. Raus. Raus aus meinem Haus. Ja, das war damals so. Da kann man nicht viel zu sagen. Wie gesagt, ob man es verurteilen kann oder nicht. Es waren halt andere Zeiten. Ich würde nie mit, das habe ich schon mal gesagt, nie mit einem modernen Blick alte Zeiten verurteilen. Es sind halt einfach andere Zeiten. Aus moderner Sicht sollte man das heute natürlich nicht mehr machen. Heute wäre sowas absolut schlecht und krank und überhaupt, also nicht schwul zu sein, sondern genau das Gegenteil, das zu verurteilen. Aber damals war es halt normal. Man hatte halt andere Ansichten, man hatte andere Werte. Und da war damals, galt Schwulsein halt als eine Krankheit. Mit auch, sag ich mal, aus damaliger Sicht solider Argumentation. Heute sehen wir das natürlich alles anders und das ist auch für uns richtig. Aber naja. Postkarte von Christian. Johannes, der Krieg soll vorüber sein, bevor die ersten Blätter fallen. Ein Fest wird das. Die anderen aus dem Café sagen, du hast dich auch verpflichtet. Wunderbar. Von zu Hause ausziehen kannst du auch noch nach dem Sieg. Wir sehen uns als Kameraden für das Vaterland. Dein Vater hatte schon recht. Es waren doch nur Kindereien zwischen uns auf dem, deinem Dachboden, oder? Unterwegs Richtung Westen. 20. August 1914. Christian. Steht noch hier wie damals vor 5 Jahren. 5 Jahren, also es ist 1919. Ich weiß nicht, ob das schon mal irgendwo erwähnt worden ist. Kann ich hier auch wieder runter? Hallo? Ich kann hier nicht runter. Help! Aua. So geht's natürlich auch. So, was haben wir denn jetzt hier hinter der Tür? Guten Morgen. Johannes? Ich bin eingeschlossen! Hilfe! Ist auch so eine Bitch geworden. Ich meine, klar, sie ist durchgeknallt. Sie ist ein bisschen durchgedreht, aber es ist trotzdem, das geht einfach nicht. Die ist, das ist ja schrecklich. Dann ist nicht der Johannes zu mir heimgekehrt. Es ist ein Kuckuck, der sich hier in das Nest setzt. Ja, ein Kuckuck ist er. Auf dem Dachboden hockt er und klingelt und will bedient werden. Wie er damals, Karls Vater. Ja, vielleicht ist er es. Er will nicht tot bleiben. Er ist noch nicht fertig mit mir. Ist das jetzt... Okay, jetzt bin ich wieder verwirrt. Ist es Johannes, den sie jetzt hasst? Und denkt, es ist nicht ihr Sohn? Oder... I don't know. Wir werden es ja gleich sehen. Glaube ich, hoffentlich. Bilder. Die Farbe ist noch frisch, aber er kann es nicht sein. Etwas anderes ist hier auf dem Dachboden. Beim Geruch der Farbe wird dir übel. Du flehst endlich aus dem Albtraum zu erwachen. Das hier ist nur ein Albtraum. Du willst nicht wissen, was hinter der Tür ist. Was, wenn er es doch ist, wenn er noch lebt? Das ist ein schöneres Bild, aber ich glaube, das ist das gleiche wie unten, nur mit anderen Farben. Hello? Es war eine Taube all along. Lazarett!
Oh, arme Taube. Sie wurde da festgenagelt. What the fuck? Wer macht denn sowas? Guten Morgen! Ja, steh auf. Oh Gott, da liegen auch sehr viele Tote. Ja, also langsam weiß ich echt nicht mehr, was real ist und was nicht. Was ja auch irgendwie Sinn des Spiels ist. Was es auch sehr gut macht. Aber ja. Ich glaube, hier machen wir erstmal wieder Pause. Und ich glaube, in der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich das Spiel beenden. Aber es geht zumindest so langsam auf ein Ende zu. Wir werden sehen. Aber ja, erstmal zurück zum Hauptmenü. Ja, ich bin mal gespannt, wie das alles endet, vor allem, weil es mich ständig verwirrt. Ich weiß nicht so richtig, ob es jetzt Johannes ist, den wir spielen. Ich glaube, wir sind Paul. Dann wiederum weiß ich aber nicht, ob die Mutter Paul verabscheut oder Johannes. Oder dachte, dass es Johannes ist. Oder es ist Johannes, aber sie denkt nicht, dass er es ist. Es ist alles sehr verwirrend. Aber ich hoffe, es wird sich alles aufklären. Am Ende. Naja, wir werden sehen. Da stürzt mein OBS ab, aber die Abmoderation kann ich wohl noch machen. Und damit bedanke ich mich wie immer fürs Reinschalten. Wünsche euch noch allen einen schaurigen Abend, eine gruselige Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video sehen solltet, einen Spooky-Tag im Allgemeinen. Und dann bis zum nächsten Mal bei Ad Infinitum. Bis dahin. Bye bye.